Freche Fragen an Pflegekräfte. Gibt es einen Ehrenkodex? Einen geheimen Ehrenkodex gibt es nicht, aber ich glaube, als Schwester ist man immer mehr bereit, einmal mehr zurückzustecken und was für einen anderen zu tun, als das draußen im normalen Leben üblich ist. Ah, das denke ich schon. Ich glaube, dass die Pflegenden doch, auch wenn es ganz schlimm kommt, zusammenhalten. Und ja, auch wenn es nicht ausgesprochen wird, es funktioniert irgendwie. Und ich habe es jetzt in den letzten Wochen auch festgestellt, dadurch, dass wir doch immer mal in Situationen geraten sind, wo wir sehr, sehr wenig waren, um viel zu leisten. Und also ich finde, das kriegen wir immer ganz toll hin. Auch wenn die Not groß ist, wird da trotzdem zusammengehalten. Eigentlich nur miteinander helfen, ein Team sein. Das stelle ich gerade auch extrem fest in der Corona-Zeit, bezüglich auch der Corona-Intensivstation. Dass wir miteinander halt alle Dienste rocken, auch wenn es manchmal wirklich schwer ist. Ich würde sagen, ja. Und zwar, dass das ganze Team nun mal halt miteinander kooperieren muss, beziehungsweise zusammenhalten muss, weil alleine schafft man es nun mal nicht und dafür braucht man nun mal sein Team. Ja. Ich denke schon, dass man einander vertrauen sollte und halt auch miteinander nur als Team fungieren kann. Also es funktioniert nur, wenn man zusammen dran arbeitet am Ziel. Also ich finde, man sollte sich immer vorstellen, dass man selbst in dem Bett liegt und selbst krank ist. Und man sollte da auch darauf achten, dass man genauso, wie man selber auch gepflegt werden möchte, die Patienten pflegt.